Mixtape. Hallo und herzlich willkommen beim Art Mixtape bei Byte FM. Mein Name ist Ralf Schlüter und heute wollen wir uns mit einem Apparatjik beschäftigen. Park war das, ein Song von der Band Apparatjik, beziehungsweise Apparatjik, habe ich mir sagen lassen, ein schwedisches Wort. Es bedeutet aber auf Deutsch eben genau das, Apparatjik. Apparatjik oder Apparatjik ist eine Supergroup und in dieser Supergroup spielt auch MAGNE FURUHOLMEN, ein Musiker, der eigentlich bekannt ist für einen riesigen Erfolg einer Band Aha. Er hat bei Aha gespielt, der Hitband der 80er. Und er ist bildender Künstler, was vielleicht die meisten nicht wissen. Ihr hört das Art Mixtape bei Byte FM und in der aktuellen Ausgabe des Kunstmagazins Art gibt es ein Porträt von MAGNE FURUHOLMEN. Er macht Installationen, er malt Bilder, er macht Performances, also ein ziemlich breit gestreutes Werk. Und das soll heute anders sein, auch ein bisschen andere Musik von ihm zu spielen. Die Musik von Aha ist ja hinlänglich bekannt. Die Musik von
Apparatjik oder Apparatjik noch nicht. Deadbeat heißt ein weiteres Stück aus dem Jahr 2010, Apparatjik. Von Apparatjik bzw. Apparatjik. Das ist eine Supergroup, in der unter anderem auch ein Musiker von Coldplay mitspielt, der Bassist. Ich habe im Vorfeld mit MAGNE FURUHOLMEN, dem Künstler, Musiker, Ex-Gitarristen von AHA, tatsächlich im Vorfeld mit ihm ein bisschen hin und her gemailt und habe ihn gefragt, ob er noch ein bisschen spezielle Musik für mich hat, für diese Sendung. Und er hat mir etwas geschickt, was ich wirklich ganz interessant finde. Und zwar arbeitet seine Band Apparatjik oder Apparatjik zusammen mit einem Professor für Quantenphysik. Und der heißt Max Tepmark und hat einen Vortrag gehalten über Quantenphysik. Und diesen Vortrag haben Apparatjik verarbeitet zu einem schönen kleinen Song. Also wenn ihr genau hinhört, könnt ihr jetzt in den nächsten 3 Minuten einiges erfahren über Quantenphysik. Big Ear Transmission. Melting in the sunshine. One of them is our world collapsing on the finishing line. What exactly was counted as an observation? Well, did it have to be a person looking at it, or was it enough if a mouse looked, or if a video camera looked, or just an atom, or whatever? But then in the 50s, a young grad student named Hugh Everett made a very radical suggestion and said that maybe this whole effect isn't real. Maybe that never happened. And he did a bunch of math to see what that would imply and found that you would have our reality gradually slip into many, many parallel universes, but the way it would feel.
drei. Das war Apparatjik, mit einem sehr ungewöhnlichen Song. Es ging hier tatsächlich um Quantenphysik, auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht wörtlich nachweisen kann, was da jetzt genau besprochen wurde. Die Band macht tatsächlich auch konventionellere Songs. Manchmal ist es ein bisschen psychedelisch, Beatleshaft. So das nächste Stück, Look Kids. Do you know what this means?
da jetzt schon mal drüber. Das geht jetzt ganz ruhig zu Ende. Apparatjik waren das mit dem Song Look Kids. Also man sieht, dass sie auch ganz harmonisch und ruhig und teilweise auch psychedelisch können. Ihr hört das art-Mixtape bei Byte.fm. Es geht um Kunst, es geht auch um die neue Ausgabe von Art, die September-Ausgabe, die jetzt am Kiosk zu kaufen ist. Und wir haben in diesem Heft ein Porträt von Magne Furuholmen, früher mal Gitarrist von AHA, aber auch Experimentalmusiker und bildender Künstler. Ich hatte mit ihm ein wenig E-Mail-Kontakt und er hat mir tatsächlich auch ein kleines Stück geschickt, wo er Morten Harket, den Sänger von AHA, ein bisschen dekonstruiert und sich Gesangsspuren nimmt eines AHA-Albums, die einzelnen Worte rausschneidet und neu zusammensetzt. Das sind so kleine Miniaturen und eine davon würde ich gerne mal spielen. Es ist nur etwas über eine Minute. You never need to worry. Always build things that will break. And always change the things that you truly want. Leave what you can't live without. Yeah. Push past the perfect. Give your life a break. Want to do nothing now. So recall the ones that you control. Up there on the highest hill, you see the tower. The tower is real. That distant mountain is me. You need never worry about shelter. Deconstructing AHA könnte man diesen Song auch nennen. Da hat doch wirklich der Gitarrist und Keyboarder der eigenen Band AHA die Stimme des Sängers Morten Harket, des Teenie-Idols der 80er genommen und daraus etwas ganz anderes gebastelt. Soweit sind wir eigentlich schon, oder soweit sind wir offenbar in der Selbstreflexion der Popmusik und in der Dekonstruktion. Ihr hört das art-Mixtape bei Byte.fm, am Mikrofon Ralf Schlüter und wir sind leider schon am Ende der Sendung. Deswegen möchte ich gerne nochmal zurückkommen auf Magne Furuholmen, den bildenden Künstler, der in der aktuellen Art-Ausgabe ab heute am Kiosk zu bewundern ist oder beziehungsweise man kann sich da mit ihm auseinandersetzen und seiner Kunst. Ich habe im Vorfeld ein bisschen mit ihm gemailt und er war eben Gitarrist und Keyboarder bei AHA und hat später unglaublich viele Sachen gemacht und vor allem eben Apparatjik und mit denen hat er einen Song gemacht, der noch gar nicht veröffentlicht ist, den hat er mir geschickt und er hat gesagt, das kannst du spielen, das ist das allererste Mal, dass es irgendwo im Radio kommt. Es wird nämlich demnächst einen Film gegenüber ein Film geben über eine norwegische Jugend, ein Junge, der sich in die weite Welt der Popmusik träumt, der die Beatles hört. Die Beatles stehen im Zentrum dieser Geschichte, die in den 60er Jahren spielt. Und für den Soundtrack haben Apparatjik den Song Come Together gecovert. Und der Film ist noch gar nicht raus, der Soundtrack ist noch nicht raus. Wir können vorab aber schon Come Together hören. Das war's auch schon. Ich möchte mich dann mit diesem Stück verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit all diesen Grenzgängen. Bis zum nächsten Mal beim art-Mixtape. Es verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Come together. To be a joker, he just